Hallo Leute, Murphy und wir spielen weiter Clock Tower 3. Nachdem wir gestern einmal komplett an der Maske vorbeigelaufen sind, geht's heute gemütlich weiter. Denke ich mal. Da liegt auf jeden Fall ein Abwehrpfeil. Danke dafür. Geh mal dahin. Sag mal, was hast du denn da? Film! Ist das Foto Großvaters Handschrift? Nein. The Ruder, who battle the entities, are scattered all over Europe. We, the Hamiltons, are also of Ruder stock. Of this lineage I am proud. The Ruder blood is passed down to females. My wife, Francesca, was a Ruder. In my naive youth, I did not believe any of it. I denied the presence of entities and Ruders alike, preferring to believe that it was all just an old wives' tale. But then I found the Book of Entities, and Nancy began to sharpen her Ruder powers. I finally opened my eyes to the truth and began my research into the subject. The Ruder powers first appear in a young woman's early teens and peak at age 15. The powers then gradually diminish, usually disappearing entirely by the age of 20. For generations, the women of the Hamilton clan have spent their teens fighting against subordinates for the Ruder cause, before marrying in their 20s in order to produce the next generation of Ruders. Nancy is already 18. Her Ruder powers are dwindling rapidly, and it is almost time for her to pass the job on to the next female. We Hamiltons think of our Ruder blood as something of which to be proud, as well as a responsibility that must be taken very seriously. I am sad to give my beloved Nancy to another man, but it must be done. Watch her marry with a broken heart. 25. April 1988. Another Ruder has been born to the Hamilton household. My first grandchild. I chose for her the name Alyssa. She is bright and lively, perhaps even a little strong-willed, and yet appears somehow wise beyond her years. I pray she will grow strong and healthy and will fulfill her obligation as a noble Ruder. A Ruder family. So, I am a Ruder. It's in my blood. Leave it to me, Grandpa. I have the same Ruder strain in my blood as my mother. I can save Dorothy and Albert. Then, and only then, will I be able to leave this nightmare and see my mum again. I'm sure that's the way, isn't it? Wieso redest du mit deinem Bild, Alyssa? So aus Neugier. Ist sonst noch was hier? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut, jetzt kommen wir aber zurück. Denn wir haben jetzt den Film. Den können wir jetzt zurückgeben. Sollte echt mal wieder speichern. Egal. Ah, wir haben den Geist vorbei. Hi. War denn jetzt die Tür? Da. Teleportation! Beam mich ab, Scotty. Beam me up.
I am back. Aber wir könnten eigentlich wirklich mal speichern. Speichern. Haben wir immerhin schon lange nicht mehr getan, meines Wissens. Boah, schon 2 Stunden spielen wir. Das geht aber noch relativ, würde ich behaupten. Der Gang war da oben. Ich sollte es mal lernen. So. Dann schauen wir mal. Hi. Da. Habe ich gern getan. Das muss ein Foto vom Tatort sein. Man kann den Verdächtigen nicht wirklich sehen. Ich frage mich, ob die Person, die das Foto gemacht hat, auch ein Opfer wolle. Du weißt, was da gerade unter dir liegt? Das ist ein anderes Foto. Das ist ein Foto einer geöffneten Tür mit einem verbogenen Schalter. Ist das eine der Türen im Haus? Nein, ich denke nicht. Und damit dürften jetzt so ziemlich alle Geister hier beseitigt sein, oder? Jo, scheint so. Ups. Und bedrücken. Damit ist nämlich diese Tür aufgegangen. Oh nein. Ich gehe erstmal hier rein. Ziemlich dreckig. Schön, Elisa. Ja, mal Wasser, das ist gut. So, wir könnten noch nach hier unten. Aber ich glaube, hier kommen wir momentan noch nicht weiter. Also ich könnte ihm... Okay. Okay, okay, okay. Wir brauchen erst... Apropos Werkzeugkoffer. Jetzt wissen wir zumindest, für was wir die Inhalte da drinnen brauchen. Ich will ehrlich gesagt noch nicht da rein. Mann, okay. Dann gehen wir mal wagemutig da rein. Da war was. Ah ne, das ist die Lampe. Okay. Ach man, muss das sein? I came to tell you that dinner's ready. And I told you that you don't need to be worried about me. Your old mother may have dicky eyes, but she's not on her last legs yet. You just concentrate on your work. Anyway, what is it you're making this time? Some new toy that'll have the local kids agog, I bet. Actually, I've been busy making this. Albert, what's this? Winter's coming, and I don't want you catching cold, wandering around outside. I've been making this in my spare time. How is it, warm enough? It's lovely. So warm and soft. Thank you so much. That's enough, Blade Happy Family. You make me sick. Das tut bestimmt weh. Okay, die Schreie hört man. Die sind ein bisschen lauter als der Rest. Ah. How do you like the acid bath?
Von ihnen habe ich dummerweise den Namen vergessen. Ja, das ist das Dumme. Aber er fängt an zu klammern mit ihnen. Tarnring brauchen wir, denke ich, gerade nicht. Ehrlich gesagt, da tun wir ein bisschen mehr gut schauen. Autsch. Deswegen werden wir jetzt mal was anderes machen. Moment. Ist da vorne etwa was? Ah, okay. Verbrennen. Gut, dann brauchen wir wohl den Tarnring nicht. Will ich trotzdem gerne nochmal hier rein. Weil hier könnte ja noch irgendwas sein. Definitiv nicht. Aber vielleicht kommen wir ja jetzt an einer anderen Stelle weiter. Bin ich an der hier vorne? Nö, aber noch nicht. Wir haben jetzt auch nichts für den Werkzeugkoffer bekommen, oder? Nö. Dann will ich mich jetzt noch mal kurz in der restlichen Zeit da in Ruhe umgucken. Und was muss da ja noch sein? Okay, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.